keine Ahnung haben von. Keine Ahnung haben benutzen wir vor allem in der gesprochenen Sprache. Und es bedeutet etwas nicht wissen. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren kleinen Video auf meinem beschaulichen Kanal. Und ihr habt ja schon Thumbnail und Titel entnommen. Heute komme ich mal mit einem Tech zu euch, der sogenannte Blu-ray versus 4K UHD Tech, gell? Aber bevor es mit diesem Tech weitergeht, oder ja, hier weitergeht, erst einmal kurz ein paar Worte. Und zwar, ihr, vielleicht ist es euch ja aufgefallen oder auch nicht, aber zwischen dem letzten Video und dem heutigen, da sind, ich glaube, knapp 11 Tage vergangen. Das hat aber einen guten Grund. Ja, ich habe einen neuen Arbeitgeber, gell? Und da muss ich schon um 6:30 das Haus verlassen und komme erst gegen 18 Uhr wieder zurück, gell? Und da könnt ihr euch ja vorstellen, dass es dann also schwierig wird, da noch die Power zu haben, die Muße, ja, und auch den Willen, ja, ein Video zu machen, gell? Es geht schlechthin. Unter der Woche geht es einfach nicht mehr, ja? Deswegen werde ich jetzt dann immer versuchen, am Wochenende, ja, zumindest 2-3 Videos vorzuproduzieren, ja, damit euch das nicht auffällt, ja, dass ich am Buckeln bin, ja, okay? Also deshalb die lange Pause. Ich musste mich in den neuen Job natürlich erst einmal reinversetzen, mich dran gewöhnen, ja, und wenn man erst um 18 Uhr wieder zu Hause ist, und ich finde das fantastisch, ja, ist ja schön, wenn man gebraucht wird, gell, aber da ich halt eben erst gegen 18 Uhr immer daheim bin, da könnt ihr euch vorstellen, da hat man einfach keine Lust mehr auf ein Video oder keine Kraft mehr. Und wenn das Wetter, wenn das Licht und Wetter noch so gut ist, gell? Aber ihr wisst es ja, ich habe ja mal ein kleines Posting gehabt letzte Woche, wo ich eigentlich versprochen hatte, es würde jetzt ein Video kommen unter der Woche am Nachmittag. Es ging aber einfach wirklich nicht, weil der Job doch physisch, aber auch mental etwas anstrengend ist, gell? Und da bedanke ich mich auch bei allen, die geschrieben haben, alles gut, Arbeit geht vor und so weiter und so fort, gell? Also vielen lieben Dank an alle, ja, die da Verständnis zeigen, gell? Also wie gesagt, ich werde jetzt versuchen, am Wochenende zumindest 2-3 Videos, ja, vorzuproduzieren. Sollte mir das nicht gelingen, ja, dann ist halt die Pause wieder etwas größer zwischen den Videos. Aber am Wochenende werde ich hier natürlich am Start sein, gell? Sofern ich ja, am Wochenende keine Videos habe vorproduzieren können oder wollen oder wie auch immer. Aber keine Angst, Freunde, mit dem Kanal geht's weiter. Es hat nichts damit zu tun, dass ich keine Lust hätte oder dass ich krank wäre oder sonst irgendwas. Nein, die Arbeit, ja. Und Arbeit ist wichtiger als das hier, denn das hier ist ja nur ein Hobby, Freunde, gell? Und deshalb sage ich auch nochmal schnell Danke an alle, die trotzdem noch da sind, obwohl jetzt so eine lange Pause zwischen den letzten Videos waren, gell? Danke, dass ihr da seid. Durch euch macht das ja hier alles überhaupt erst Sinn und Spaß, gell? Danke dafür. Und dann möchte ich mich nochmal kurz bedanken für alle, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Ja, auf allen erdenklichen Wegen. Sei es privat, per Telefon, per WhatsApp, per Facebook, aber auch per YouTube, gell? Da bedanke ich mich zum Beispiel jetzt beim lieben Sebastian vom Kanal RetroZeit81, der mich sogar in einem Video, ja, kurz erwähnt hat, um mir zu gratulieren, gell? Also an alle, die mir gratuliert haben zum Geburtstag, der letzte Woche war, auch vielen lieben Dank. Und wie gesagt, die Pause zwischen meinen Videos ist nicht so lange, ja, weil ich nicht mehr möchte, sondern ich kann einfach, also unter der Woche, Freunde, so ehrlich muss ich zu euch sein, unter der Woche geht es schwerlich. Wenn Videos unter der Woche kommen, also nicht am Wochenende, dann habe ich die vorproduziert, gell, da könnt ihr euch sicher sein. Und ansonsten, ich schaue zumindestens, ja, dass unter der Woche ein oder zwei Shorts kommen, ja, weil diese 1-Minuten-Dinger, ja, die kriegt man auch schnell vor der Arbeit gebacken, ja, oder auch danach, ja, ja, okay, also für Content möchte ich schon weiterhin sorgen, aber unter der Woche geht es ad hoc nicht, gell, und das ist aber auch gut so, denn ich habe jetzt einen tollen neuen Arbeitgeber, es macht Spaß,
Es ist aber auch ein bisschen anstrengend, körperlich und auch mental. Und für alle, die jetzt vielleicht unbedingt wissen wollen, was es ist, das Private gebe ich jetzt mal preis. Ihr wisst ja eigentlich, so völlig Privates gebe ich ja eigentlich nicht so gerne preis. Gell? Aber okay, für alle, die es interessiert, ich arbeite in einem Altenheim. Gell? Und da könnt ihr euch vorstellen, das ist ein bisschen, ja, da muss man schon ein bisschen anpacken können. Ja, auf beiden Ebenen, mental wie auch physisch. Ja, sieht man mir vielleicht nicht an, aber ich pack das, Freunde. Könnt ihr mir glauben, gell? Sonst hätte ich keinen neuen Arbeitsvertrag in der Tasche, gell? Also, okay, in einem Altenheim arbeite ich. Für alle, die jetzt wissen wollen, ja, was macht er denn, gell? Dass er keine Zeit mehr hat für Videos unter der Woche. An Wochenenden kommen Videos auf alle Fälle, so wie dieses jetzt. Und ich werde natürlich versuchen, vorzuproduzieren. Sollte mir das nicht gelingen, weil keine Zeit, aber was anderes kommt dazwischen oder auch keine Lust, ja, dann müsst ihr euch halt bis zum nächsten Wochenende gedulden, gell? Aber wie gesagt, für Shorts zwischendurch wird das auf alle Fälle ja noch reichen, gell? Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir zum Tech. Der Blu-ray versus 4K UHD Tech. Jawohl. Ja, technischer, sperriger, aber treffender Titel. Und bevor der Tech losgeht, kann ich gleich mal sagen, vom Inhalt her, von der Thematik und von den Fragen her, interessiert mich dieser Tech überhaupt nicht. Ja, ich kenne mich mit diesem Thema, das jetzt kommt, überhaupt nicht aus, aber das habt ihr wahrscheinlich auch schon dem Intro entnehmen können. Ja? Aber warum mache ich es trotzdem? Ja, zwei Freunde haben mich dafür nominiert. Einmal habe ich es eigentlich schon erwähnt, falls nicht, tue ich es jetzt. Einmal der liebe Heiko vom Kanal Red Shoes Paranormal. Heiko, sei gegrüßt. Und einmal heute aktuell, ja, das war sogar schon heute, der liebe Alex vom Kanal Akifels Filmecke. Schaut mal beim lieben Alex vorbei. Ein Top-Kanal, vor allem, aber nicht nur, aber vor allem zum Thema Horrorfilme. Klasse Reviews, klasse Rankings, alles zum Thema Film, aber halt speziell auch im Horror, wie bei mir, kann man sagen. Nur er, seine Reviews, die gehen flüssig durch, da wird nicht groß rumgestottert. Ja, der Alex hat was auf dem Kasten, hat was in der Birne. Das ist nicht so wie bei mir, OI. Nein, er weiß, wenn es um Reviews geht, da weiß er, was er tut, da weiß er, was er sagt. Richtig gut, flüssig zu sehende Reviews, wo ihr über die betreffenden Filme bestens informiert werdet, gell? Also schaut vorbei beim lieben Alex von Akifels Filmecke. Auch Alex, Heiko, an euch beide. Auch der Heiko hat natürlich einen YouTube-Kanal. Red Shoes Paranormal, schaut da auch mal vorbei. Gell? Grüße an euch beide und danke für die Nominierungen. Okay, fangen wir mit den Fragen an. Und das kann ich sagen, der Tech wird nicht lange gehen, denn zum einen interessiert er mich nicht wirklich. Ich mache es nur den beiden zuliebe. Denn es ehrt und freut mich ja, dass man mich auf YouTube so gut kennt, dass ich überhaupt für sowas berücksichtigt werde. Und euch beiden zu ehren, mache ich das. Aber ich kenne mich mit dem Thema überhaupt nicht aus und es interessiert mich eigentlich auch überhaupt nicht. Also, deswegen wundert euch nicht, wenn die Fragen zack, zack durch sind. Ja? Okay, Frage 1. Und ich merke jetzt schon, jetzt wo ich mal wieder ein Video mache, nach all den Tagen, das Licht ist schlecht. Aber egal, wir ziehen es durch. Gell? Also, Frage 1. Ja, hast du mehr Blu-rays oder UHDs? Antwort: Ich habe mehr Blu-rays. Ja? Frage 2. Bevorzugst du Blu-ray oder UHD? Antwort: Blu-ray. Denn 4K UHD kenne ich nur von der Optik her. Also möchte sagen, ja, von den Cases her, von den physischen Produkten her, wo drauf steht 4K UHD. Ich selbst habe noch nie gesehen, wie gut das Bild wohl ist. Ja? Deswegen kann ich eigentlich nur sagen, Blu-ray. Momentan. Ja? Frage 3. Erkennst du große Unterschiede zwischen UHD gegenüber der Blu-ray? Kann ich nicht beurteilen, ich kenne nur die Blu-ray. Gell? Nächste Frage. Kaufst du direkt 4K oder schreckt dich der Preis ab? Kann ich nicht beantworten.
keine Ahnung, wie teuer die Dinger sind. Ja, ich sag mal so, ich persönlich würde für einen Film, der mich wirklich interessiert, höchstens, und das ist für mich ja schon viel, 50 Euro bezahlen, aber dann ist Schluss. Ja, okay? Nächste Frage. Wird 4K das letzte physische Medium sein? Hier meine Antwort. Computer sagt nein. Ja, und die nächste Frage. Ja, wir machen zack, zack, denn es interessiert mich eigentlich nicht, gell? Wir machen zack, zack. So, nächste. Würdest du deine Blu-rays auf 4K upgraden? Ja, da ich kein 4K-Gedöns habe und mich das auch irgendwie, mir das egal ist und mich das auch nicht interessiert, Blu-rays bleiben Blu-rays. Nein, würde ich nicht machen, denn ich kaufe nichts doppelt und dreifach. Gell? Da, ich bin ja auch ein Schwabe und ein bisschen geizig. Also ich kaufe nichts doppelt und dreifach. Nein. So, nächste Frage. Was ist für dich der Sieger? 4K, UHD oder Blu-ray? Kann ich nicht beantworten, habe noch nie einen 4K UHD ja, auf Bildschirm gesehen. Ja, kann ich nicht beantworten. Und die nächste Frage, und dann sind wir schon durch. Gell? Hat UHD für dich immer das bessere Bild? Wer weiß. Ja, wer weiß. Ich kann das auch nicht beantworten. Ja, und das war dann auch schon ja, der ultra geile, ultra spannende für mich zumindest, Blu-ray versus 4K UHD-Tech. Ja, Alex, Heiko, danke für die Nominierung. Das ist ein Thema, das war gar nichts für mich, hat mich überhaupt nicht interessiert. Gell? Aber euch beiden zuliebe mache ich das, denn ihr habt mich schließlich bedacht. Nominiert, Dankeschön, aber das war nichts für mich. Gell? Und an alle da draußen. Text dieser Art, ja, die sich nur auf Technisches beziehen und auf Preise und den ganzen Scheiß, da braucht ihr mich nicht berücksichtigen, ja, okay? Könnt ihr mich ruhig auslassen, ja? Bei Text, wo es um Filme so in Sachen Inhalt geht oder was würdest du anders machen, welcher Film ist so und so und welcher, warum ist jener Film für dich so und so, da mache ich gerne mit. Aber bei so technischen, trockenen Sachen wie das jetzt hier, gell, da braucht ihr mich in Zukunft nicht mehr berücksichtigen, okay? Ja, und das sage ich jetzt in dieser merkwürdigen Abenddämmerung, obwohl wir erst, ja, 15 Uhr haben, gell? Ja, ich bin wieder da mit einem Video und was ist, es ist so ein komisches Bild, so komisch dunkel. Aber so soll es nun einmal sein, es ist Gottes Wille. Okay, also das war das Video, ja. Der Tech ist für mich zu vernachlässigen. Es ging mir jetzt hier mehr um mein Vorwort und um Hallo zu sagen. Gell? Also das war der Tech. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem irgendwie die Zeit vertreiben. Ja, wenn eben so gewesen sein sollte, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen würden. Ja? Und bis dahin verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss, bis dann. Ciao. Tschüss.